Nehmen einen dunklen, dann zwei frei. So, da kommt dann Weiß drauf. Dort am Rand geht es einen nach außen. Ja, schön. So, einen nach außen, kommt der drauf, kommst du rein, du rein, du drauf, du rein, ihr drauf und du hier rein. So, fertig. Jetzt sind wir wieder auf dem aktuellsten Stand. So. Hier haben wir nach außen gehend. Dann haben wir hier die Ecke so rum. Und zwei weiße. Der Rest, da beginnt schon das Dach. Das könnten wir auch eigentlich schon mal anlegen. Das hängt hier über, wenn es hinterher gekippt ist. So, das heißt, wir fangen so an. Das Dach ist jetzt wirklich viel Improvisation. Aber da geht's nicht anders, weil das ist jetzt wirklich mit Scharnieren befestigt und man kann es hin und her biegen und ja, das können wir nicht. Also wie schon bei der Tür auf der anderen Seite. Fällt dort wirklich auf, dass Minecraft starrer ist als Lego. Aber wir machen das Beste raus. So. Nächste Reihe. Jetzt wird das Burgtor reinkommen. Das lassen wir auch erstmal weg, weil wir gerade kein Eisen dabei haben. Wir bauen jetzt erstmal das Obergeschoss hier komplett fertig und dann machen wir uns Gedanken über die anderen Parts, die noch kommen. Also Burggitter, Burgtor. Ja. Schön, dass du von der falschen Perspektive drauf gestarrt hast. So. Naja. Ob mir das Dach so gefällt, weiß ich auch noch nicht. So, hier bleibt einer frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. So. Nächste Reihe. Ah, schön. Jetzt kommt schon das Oberstübchen drauf. Habe ich was vergessen? Nein, eigentlich nicht. Dann haben die den Schritt hier einfach... Ach nee, 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 passt, passt, passt. 1, 2, 3, 4. Och, Mann! Ist jetzt scheißegal, ob das Verschwendung ist oder nicht. Ich habe jetzt keine Lust, dafür runterzuspringen. Ah, allgemein könnte es nochmal eng werden mit dem Stein. Jetzt auf den letzten paar Metern... Vor allem für die späteren Renovierungsarbeiten geht auch noch mal ein bisschen was drauf. Aber wir warten jetzt erstmal geduldig ab. So. 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 Oh, eine schöne Höhe erreicht. So. Jetzt hätten wir hier hinten noch eine kleine Halterung dran für das Burgtor, damit man es hoch und runter ziehen kann. Auch das bleibt bei uns unberücksichtigt. Ich erwähne es halt nur, falls jetzt Leute gleichzeitig die Anleitung mitgucken, damit sie dann nicht aufschreien müssen. Iro, du hast einen Fehler gemacht. Ja. Das heißt, wir geben der Rückseite etwas mehr Perspektive. So. Drauf kommt eins. Mit Halbstein dann.
Jetzt mache ich mir hier mal ein paar Fackeln dran schon mal. Auch wenn ich die eigentlich erst ganz zum Schluss dran machen wollte. So. Da drauf. 1, 2, 3, 4 und 1, 2. So. Jetzt kommt noch da oben für das Dach noch eine Schräge dran. Die ist allerdings auch nur dafür da, dass das Dach wirklich an Ort und Position festhält. So. Das machen wir jetzt erstmal, das Dach. Gucken, wie hoch es überhaupt geht. Oh, hat genau die Höhe wie in der Anleitung. Also wie bei Lego, nur dass es halt anders bemessen ist. Und nicht klapper. Das muss man auch noch dazu sagen. So. Jetzt könnten wir theoretisch hier auch schon mal ein bisschen vernünftig ausfackeln. Na. Hier oben drauf. Damit wir das Oberstübchen komplett. So, da würde jetzt auch noch eine Fahne drauf kommen. Die lassen wir weg. Einfach aus dem Grund, in Lego kann man schön mittig platzieren. Wir können das nicht. So. Da kommen noch Zinnen drumherum. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch, ja, nur noch das Burgtor. Dann wären wir so grob fertig. Zumindest was die Anleitung hergibt. Den Rest müssen wir, wie gesagt, frei improvisieren. So, das Burgtor. Machen wir es erstmal Tag. Und der Burggraben fehlt auch noch. Den machen wir heute auch noch, mein Gott. So viel Zeit muss sein. Einmal drumherum graben, Eimer nehmen, Wasser auffüllen. Fertig. Ja, das nenne ich eine Burg. Sieht etwas ruinmäßig aus. Okay, ich geb's zu. So, hierfür brauche ich hauptsächlich Halbsteine. Das heißt, den können wir hier eigentlich wegpacken. Welcher Höhe? Ja, wir bleiben auf die Grundhöhe. Vorne können wir den Burggraben auch gerne etwas breiter machen. So, dann nochmal drei dran. Sollte ungefähr der Länge in Lego entsprechen. Das kann man halt hochziehen im Lego-Modell. Und dann ist quasi auch das komplette Tor hier dicht. So. Eine Lego-Burg zum Anfassen. Na. Müssten wir nur noch gucken, wie wir das mit der Beleuchtung hinkriegen.
Da ist ein guter Ort für eine Fackel. Ja, hier nicht so. Pflanzen was dort auch rüber. Das hier kann mehr oder weniger bald weg. Da ergänzen wir dann die Treppe weiter. Ich glaube, das geht sowieso, weil da die Treppe noch drunter liegt. Nee, leider nicht ganz. Aber wir haben noch ein paar Halbsteine. Das sind jetzt quasi so Feinabstimmungen. Auch hier können wir das machen. Hier würde ich dann sagen, legen wir das Ganze ein weiter nach hinten. Dann sieht es auch besser aus. Die brauchen wir jetzt, um die Stellen dann hier passend zu ergänzen. Ja. Ja, wir haben noch einen Cleanstone. So. Oh. Den Cobblestone mehr da? Bitte lass da noch ein Kabelstönchen drin sein. Ein bisschen mehr. Ah, geht. Passt. So. Jetzt haben wir hier diese tollen Mauern. Da können wir abschnittsweise auch noch mal ein paar Fackeln dranhängen. So. Also bis hier kommt man spielend. Jetzt geht's los. Ich nehme die Leitern mal mit. Da, viele habe ich davon auch nicht mehr. Aber wir haben ein bisschen Holz geerntet. Gut, dass wir das gemacht haben. Und Fackeln, ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal los, Kohle holen. Und ein bisschen Zeug wegbringen. Bringen wir mal Lehm erstmal weg. Hellgraue Wolle und Wolle. Na, nur den Lehm erstmal. Orange Wolle, Sand kann auch weggebracht werden. Der Farbstoff auch. Und dann bringen wir erstmal 2 Stacks Eisen mit. Und mal schauen, was sonst noch so ist im Lager. Also schlecht aussehen tut sie definitiv nicht. Also ein Stack Kohle, mehrere Stacks Eisen. Wir müssen das Burgtor ja wenigstens andeuten. Oder vielmehr das Fallgitter. Warum gehe ich jetzt hier lang? Das wäre doch auch schön, diesen Gang so weiterführen, dass man in der Burg quasi in dem Verlies auskommt. So eine Art geheimer Ausgang wäre doch eine nette Idee. Für irgendwann mal. Hier haben wir Sand drin. Hier haben wir Farbstoff drin. Und hier hatten wir Lehm drin. So. Ich glaube. Den können wir noch loswerden. Ein Stack davon. Die Setzlinge können wir noch loswerden. Dann können wir die mitnehmen. Davon brauchen wir sicher noch ein paar. Die können wir mitnehmen. Dann haben wir hier Falltore. Müssen wir auch nicht basteln. Müssen wir sonst noch irgendwas? Brauchen wir jetzt dringend. Eisengitter. Könnten wir oben noch ein paar drin haben? Nein.
Ja.